So. Oh, zack. Holt er sich erstmal direkt die Stage. Keine Zeit verschwendet, um das Limit zu laden. Aber das passt noch nicht. Nice Shield gegen die Abwehr, aber kriege ich den Grab dann doch nicht. Popper versucht sich erstmal ein bisschen Zeit und Limit zu verschaffen. Komplett ausgeglichene Prozente aktuell. Oh, erstmal landen. Oh. Oh, da geht er für die Two-Frame, aber er kommt nicht zustande. Die Downer bringt ihn tatsächlich zurück zur Stage. Nice Short Downer von der Plattform. Die Forward ist so juicy. Aber Dash Tag ist auch sehr unsafe und Shield. Nice Edge Cancel. Wer kriegt die Banane? mit dem Downy Toss von der Banane den Short Hop gecatcht. Sehr nice. Double Roll. War nicht gepunished. Da hat er wieder die Banane. Oh, Banane in Clouds Besitz. Gruselig. Aber kein Banana Punish daraus. Da muss er sein Limit verbrauchen. Bad Spot für Cloud. Very bad Spot für Cloud. Cloud dead. So. Viele Prozente wird er kassieren müssen, bevor er diesen Stock beenden kann. Sehr gar keine. Sieht sehr geduldig. Nice Dash-Tag, um die Fair zu catchen. Wow, was ein Abschmack. Alles klar. Nee, ist kein Stream, wird aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Ja, normal. Das WLAN hier ist zu schlecht für Stream. Nice Get-Up-Attack, aber die Dash-Attack, weiß ich nicht, ob die mit Absicht war. Boah, kann sein Limit behalten. Ja, ich bin nicht sicher. Der F-Stack hätte ihn fast auf der Stage gekriegt. Misst den Tag. Er hat doch schon den Boden, aber kein Punish. Hätte er sich die Banane holen können. Gerade, aber der Limit. Beam. Edge-Guard-Situation. Kein Edge-Guard. Aber Banane. Keine Banane mehr. Snipe. Aber keine Downer. Boah, die Gallery Tags. Für den Catcher gerade echt viele Ledge Traps. Sehr nice. Empty Land Perfect Shield. Echt clean. Die Back jetzt. Das Fuzzy Game. Aber das ist der Downhill Smash. Aber noch lange nicht Kill. Ich weiß nicht mal, ob der nächste Kill würde, aber wahrscheinlich schon. Wohl doch. Die kommen auf jeden Fall in deutlichen Killprozenten jetzt. Super even. Ich würde sogar sagen, Cloud aktuell mit einem kleinen Vorteil. Ja, aber da ist der Vorteil auch schon weg. Kommt er noch zurück? Wow, war das knapp. Ja, Magnet Hands in allen Ehren. Aber nicht dieses Game. Doch. Aber gleich, ne? Und nicht jetzt. Ich bin gerade wieder in einer neuen Phase des ich verwerfe alle meine Mains und fange von vorne an, das Spiel zu spielen. Das ist aber nicht so schlau eigentlich. Luigi. In zwei Wochen ist Invitational. Invitational Hype! Nee, aber dieses Jahr wohl noch und ich tippe mal Weihnachtssaison. Also so November, Dezember, irgendwie sowas wird das sein. Game 2. Nochmal. Nice Landing up here. Aber kein Follow-up. Boah, da hätte er ihn auch locken können. Aber ich glaube, er ist für den Pre-Tag gegangen. Die Battlefield-Setters.
Nice, das ist der Landing. Ja, nice, das ist A-Landing mit Down Air. Das ist Cloud Limit Läden, aber holt sich auch die und er wastet das Limit for free. Okay. Nice Up Air allerdings. Er ist safe on Shield. Rookie Space. Nice Attack Chase. Und zack, da hat er wieder Limit. Der Monkey Flip war riskant. Nice Cross-Up Down Air. Eat them Peanuts. Die sind gesund, schön viele Proteine, du weißt. Bananen. Sind gut gegen Muskelkrämpfe. Schön viel Magnesium, aber ist nicht gut. Auch gut gegen Landings. da geht er für die Abwehr. Da geht er. Die Toppler vom Tech Chases. Was für eine Lead. Oh, oh. Aber Cobra auf dem Comeback. Ein, zwei solide Hits und der Stock ist weg. Aber kommt es zu diesen soliden Hits? Diddy Kong ist schon auch ein slippery Motherfucker. Sorry, eSports. Nice. Ich hab mich der Roll gerechnet. Down Smash mit dem nicen Winkel im Limit weg. Die Ledge Traps gehen weiter. Boah, da waren die Magnet 1 im Spiel. Letztes Spiel haben wir sie vermisst. Dieses Spiel sind sie da. Nicer Banana Pull. Aber auch riskant. Hier für den S-Smash, der connected nicht. Smash hätte vielleicht sogar auch gekillt, aber wahrscheinlich nicht auf Battlefield. Wow. Und Down Air. Killt in jede Richtung. Gar kein Problem. Haut direkt sein Limit weg. Er scheint sich sehr sicher zu fühlen. Er wollte ja den Damage, weiß ich nicht. Für die Short-Up Down Air fast gepunished, aber doch nicht. Ganz schlechte Situation, nice Recovery allerdings. Ziemlich schwierig zu punishen für Diddy Kong. Tatsächlich die hohe Recovery von Cloud. Kann mit einer Fair Trade, das kann ganz gut funktionieren. Peanuts, Peanuts. Diddy Kong auf jeden Fall auch in Killprozenten. Das wäre es gewesen, aber es war es nicht. Man muss irgendwie wieder auf den Boden kommen. Nice in der. Zack, auch noch mit der Banane. Sehr nice. Sucht die Backair. Sucht den Hit. Versucht Limits zu laden und so zu recovern, aber. Zeit war nicht ausreichend. Diddy Kong. Let's go, Cobra. Schlachtfeld in die Stadt. Beide respektive Charaktere nutzen erstmal ihre sehr gute Downbee. Zwei ein bisschen Katze und Maus spielen. Wobei der Affe die Katze ist. Aber Limit ist direkt wieder weg, was ist mir auch wert. Für die Downer aus dem Afro interessant. Landet mit der Fair.
eine gut platzierte Backass, aber auch gute Air Dodges. So, gleich wieder Full Limit. Limit online. Schmeiß die Peanut. Das war gefährlich. Und die Affe bringt ihn tatsächlich noch auf die Stage. Limit Crosslash take den Stock nicht. Verrückte Dinge geschehen. Heiße Idee mit dem Tech Chase, aber es kommt nicht zustande. Was? Jawohl. Chosen. Ist der Erdstein Bait gewesen? Oh. Schmeißt die Banane und fängt sie wieder auf. Nice Slash geht ab. Nice Technologies hier. OMG. OMG. Ja, das take den Stock auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dazu wäre es fast gar nicht mehr gekommen. Die Spieler wollen die Banane. Ja, schnappt sie sich einfach schnell. Die Plattform, aber nein. Nice B-Reverse, aber Cobra auch komplett bereit dafür und guter Punish. Lass mal wieder ein bisschen Limit laden, Bananas pullen. Das klassische Neutral. Oh, Triple Fair. Oh. Geht für alles. Ist nichts. Wow, die Affe hat fast gekillt. What the fuck? Gibt es ein Dirty 30? Oder gibt es einen Stock? Es ist ein Dirty 30. Glückwunsch an Rebus.